Ja, nee, bei 9 Leuten wohnt man auf keinen Fall, also auf jeden Fall nicht. Also wirklich, wenn... Doch, Leute, warum? Oh Mann. Warum wohnten wir bei 9 Leuten? Bei 9 Leuten wohnten wir sonst nie bei 9 Leuten, aber jetzt auf einmal schon. Hey Leute! Was geht's? Kanye mit... Danja und... René, und? Hallo! Und... Claudio und... Hallöchen! So, wir spielen heute mal wieder eine XXL Among Us-Runde. Ja. Natürlich wieder auf Airship, auf der neuen Map. Habt ihr das beim letzten Mal auch gemacht eigentlich? Ja, haben wir. Oh, ich hab die Map nicht offen. Ich öffne mir schnell die Map. Oh ja, muss ich gleich auch mal machen. Aber ich spiele erstmal. Musst du ein bisschen weiter hochscrollen, dann siehst du die Map. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das alles geht. Boah, warum kann ich mir das nicht einfach merken? Wie blöd bin ich denn eigentlich? Okay. Bitte töte mich nicht, Jojo. Bitte tu's nicht. Okay, hier habe ich noch eine Task. Download. Also ich glaube, Jojo ist es nicht. Ich glaube, der Kill-Cooldown wäre schon vorbei. So sieht's denn hier aus? Also, René ist ja... Okay, Claudio kommt gerade von hier, vielleicht... Nein. Okay, Klo ist auch sauber. Toll. Hier kann ich rein. Dann zurück wieder zu Schaubers. Anna. So, wir gehen mal schauen, wo Anna herkam. Warte. Moment. Okay, Anna kann auch gewantet sein. Wo bin ich gerade? Hier. Okay, kann natürlich auch hier von hier unten kommen. Es wurde aber auch noch keiner gefunden. Was ja grundsätzlich erstmal positiv ist, aber... Ah, jetzt geht's Licht aus, jetzt wird wahrscheinlich... Oh, René! Beim Müll rausbringen, Leute. Was ist das denn bitte? Oh, es hat Daniel erwischt. Hat es mal wieder Danja erwischt. Ja. Wo? Okay, Medical. Wo ist das? Unten rechts, ganz weit unten rechts. Okay, ja. Gut. Also ich kann ehrlicherweise nichts sagen, weil ich war zuletzt bei Viewing Deck. Hab Download gemacht. Ich kann auch nichts sagen, ich war gerade bei Main Hall. Ich kann Jojo für den Kill rausnehmen, weil er mit mir dahin gelaufen ist. Ja, muss ich kurz überlegen. Also Daphne war mit mir zwischendurch auch in der Nähe von Main Hall am Ende. Deswegen, ja, kann es theoretisch gewesen sein, würde ich aber auch eher rausnehmen. Ich war bei Security. Ja. Anna ist mir irgendwann bei Showers begegnet. Ich könnte auf der Map René, schauen. René, wo warst du denn? Wo warst du, René? Bei Main Hall. Main Hall. Vorher? Vorher bei Records. Da haben uns auch, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe, aber das ist ja die Bibliothek, glaube ich, ne? Ja, so in der Art, wo die Akten sind. Genau. Da haben mich, glaube ich, auch ein, zwei Leute gesehen. Ich glaube, das war Claudio und noch jemand. Ich glaube, Jojo. Kannst du das bestätigen, Claudio? Ja. Deswegen, für mich sind René und Daphne fallen leider nicht raus. Ich auch nicht natürlich, aber eigentlich... Ja, das weiß ich. Also ich, genau, ich hatte ja auch nicht gesagt, ich fahre safe raus. Aber Kanab im Hinterkopf Anna kam von rechts, obwohl man da nicht von da kommen kann. Oh! Okay, René. René, wir haben dich. René! Wieso?
Ja, warum hast du denn Anna gewotet? Weil Claudio gerade meinte Anna. Ja. Gelb und weiß also. Super, da haben wir es raus. Ja, das war nicht so clever, René. Oh nein, beide sind bei mir. Beide sind bei mir! Nein! Ja, gut. War gerade ein bisschen verdächtig mit Gelb. Ja, René macht mich halt mega sus, ne? Du warst doch derjenige, der gesagt hat, Anna ist es. Ja, aber ich will trotzdem nicht bei sieben Leuten hoch. Aber warum gehst du dann direkt auf die? Ja, aber ich habe geskippt, man hat's ja gesehen. Ja, aber trotzdem sagst du ja, Anna kam daher. Ja, ich habe meinen Verdacht ausgesprochen, aber mehr auch nicht. Ja, und dann kann ich ja auch davon ausgehen, weil die anderen sind halt auch alle nicht in Frage. Also natürlich kommt am Ende jeder in Frage, aber... Also ich glaube, Gelb ist es ziemlich sicher. Glaubst du? Ja, weil Gelb ist hinter mir hergelaufen und hat den Kill-Cooldown abgewartet, aber hat mich dann nicht mehr bekommen. Also Gelb ist mir auch unheimlich hinterhergelaufen, aber er kam mit Danja halt von irgendwoher. Und er kann Danja nicht eliminiert haben, das kann er nicht, weil er hinter mir war. Deswegen... Ich gehe jetzt auf René, weil, ja, René ist... Ja, mach euch. Alles gut. Gerade irgendwie irreführend. Super, Khan. Aber mach dich jetzt auch nicht weniger sass, ne? Vielleicht hast du jetzt den... Guck mal, René hat extra jetzt Jojo gewotet. Nee, ich glaube tatsächlich, es ist nicht Jojo gewesen. Nein, doch, ich glaube schon. Aber gut, was willst du machen? Khan, du bist noch nicht auf Stumm? Was ist das denn? Ja, es ist René. Auch dieses, du bist doch nicht auf Stumm, so darauf achten, dass man nicht auf Stumm ist. Ja. Und weg hier. Hat er aber auch einfach nicht anders verdient. Wenn er mich jetzt so hier verdächtigt, also hat er natürlich recht mit gehabt, aber... Da muss dann natürlich auch ein Echo kommen. So, wir schauen hier einmal kurz unten her. Und hier entlang. Wo sind denn die restlichen Leute, frage ich mich jetzt hier. Oh nein, es war zwar René, aber... Oh, ja, Mann. Ich hab auch nicht verstanden, aber mach bei der Map mal nur einen Imposter, das reicht voll. Ja, oder höherer Kill-Cooldown, weil das muss ich zugeben. Darauf habe ich ja gar nicht geantwortet. Kann ich aber auch nicht verstehen, warum wir Gelb rausgevotet haben. Ja, aber Gelb hat mich in der ersten Runde gevotet, ist mir dann die ganze Zeit hinterhergelaufen. Aber René war ja noch verdächtiger, weißt du? Weil Gelb hat ja ein Alibi von mir, deswegen mussten wir eigentlich René rausvoten, aber gut. Ja, einfach nur, weil ich ein Vote abgegeben habe. Ja, ja. Nee, und weil du halt da in der Nähe warst, René. Ja, das waren wir aber alle. Ja, nee, Gelb und nur ein Imposter hatten wir gesagt, ne? Ja, nur ein Imposter, genau. 45 Sekunden Kill-Cooldown. Ja, okay. Oh, Kiba ist da. Bubble. So, viel Erfolg, Danja. Danke, ich wünsche euch auch viel Erfolg. Mach mal kurz die Map auf. Ich habe viele Tasks bei Showers. Kann ich gerade rüber? Nein, natürlich nicht. Warum ist immer alles zu, wo ich durch will? So ein Käse. Ich will da durch. Hallo. Ups. Kann man hier eigentlich auch die Lights fixen bei Electrical? Das sind die schon wieder.
Ja, moin! Wir leben noch. Kiba hat Anastasia gefunden. Okay, Records ist oben. Ja, also ich war unten die ganze Zeit. Das heißt, ich falle raus. Ja. Ich war bei Records, aber Anastasia war auch noch da. Anastasia ist tot, danke. Anastasia ist tot, Khan. Ja, also Khan. Also, ich habe bei Records habe ich meine Akten schön eingeordnet. Dann ging das Licht aus. Wer hat das Licht angemacht? Ich habe unten links das betätigt. Bitte? Ich habe es unten bei Viewing Deck gemacht. Ich habe nicht gemacht. Als ich gerade gucken wollte, wo ich dafür überhaupt hin muss, war das Licht schon wieder an. Also wo das Licht aus war, bin ich dann rausgegangen aus Records und da wurde das Licht dann gerade angemacht. Und dann bin ich Richtung Engine Room und später habe ich noch Mimi hat das Licht angemacht. Grün und Blau fallen raus, die waren mit mir zusammen bei Armory. Also Also ich fall auch raus. Ich bin in Cargo Bay gestartet, bin dann über Medical zu Electrical gelaufen. Das kann wer bestätigen? Ja. Ich war am Ende bei Cargo Bay. Niemand, aber... Ich kann es für mich zumindest bestätigen. Also, lauf mit mir mit, Pink. Dann ja, kann klar. Lauf auf jeden Fall mit mir mit, Pink. Ja, aber wenn sie tot ist, wisst ihr es doch. Alles gut, Karin. Du bist schon sass genug. Ja. Aber wir wollen sich heute ja, ihr entscheidet das. Alles gut. Ja, ich wollte nicht direkt alles gegen mich. Ja, nee, bei neun Leuten wollten wir auf keinen Fall. Also, auf jeden Fall nicht. Also wirklich, wenn. Doch, Leute. Warum? Oh, Mann. Warum wollten wir bei neun Leuten? Naja, damit. Ja, viel Spaß. Weil Khan schon ziemlich sass war. Ich hab auch gewonnen. Ja. Ey, guck mal, schon wieder. Ey, so random, ich hasse das. Ja, aber es war, du warst dort halt auch. Ja, komm, nein, so, es ist einfach random. Du hast mich da noch nicht mal gesehen. Es heißt einfach nur Khan, du warst da. Ja, danke. Ja, aber weißt du, du sagst dann doch so, Anastasia ist ja tot. Ups. Hätte ja keine Ahnung. Es war zu random. Ach, wir sind die ganze Zeit auf North America, merke ich, ne? Oh. Ja, sind wir. Aber für glaube, alle. Aber macht das überhaupt noch einen Unterschied? Ja, ich glaube schon. Ja, dann sollten wir auf Europe wieder alle. Ja, aber dann sag das gleich mal noch. Ja. Ja, aber sorry, das Problem bei euch ist immer, sobald einer auf mich geht, glaubt ihr das immer direkt. Naja, nö. Das Ding ist halt, dass halt super nein, ihr glaubt es immer direkt. Gesaved wurden. Ja, ich. Ja, klar, ja. Also wenn du es jetzt nicht gewesen bei wärst. Bei neun Leuten wurden wir sonst nie, bei neun Leuten, aber jetzt auf einmal schon. Ja, gut. Ja, es war halt schon. Ja, René, komm, ja, ja. René konnte zwei Leute rausnehmen, ich konnte zwei Leute rausnehmen, Daniel ja, war raus. Ja, alles klar, ja, ja. Dann hat es schon Sinn gemacht. Ja, ja, jetzt. Kani Money! Viel Glück, Kani Money! Okay, hoffen wir mal, dass ich das dieses Mal etwas besser hinbekomme. So. Okay, hier sind ja direkt viele Leute. Das ist ja eigentlich mit dem Kill-Cooldown. Okay, damit gehen wir direkt erstmal Leuten auf die Nerven. Irgendwas müssen wir ja hier mal finden jetzt. Gewesen sein. Warum finde ich denn einfach niemanden? Okay, ach Mist, das hätte ich jetzt gleich machen sollen, aber hätte ja auch sein können, dass hier noch jemand ist, ne? Überall zu viel los. Ist jemand in der Dusche? Mann, ich hätte Claudio direkt erwischen sollen. Aber gut, dann hätten mich wahrscheinlich... Gut, wenn ich weggewendet wäre. Egal. Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, wieder jemanden zu finden.
Oh. Das war eine sehr lange Runde. Okay, ja, tatsächlich. Ich habe ein Electrical gefunden. Mhm. Das ist das, wo so wo das Labyrinth drin-mäßig, ne? Genau. Mhm. Also ich kann Isabel ziemlich gut rausnehmen, weil die war die ganze Zeit mit mir und ist dann also hinter mir gewesen, als ich Isabel. Nee, als ich Lara gefunden habe. Ist Isabel ist blau. Claudio, ne? Wen hast du gevotet? Genau. Geskippt. Warum? Weil ich niemanden verdächtigen kann. Genau, ansonsten jetzt war noch... Jetzt auf einmal wird geskippt. Ehrlich, ich schwör's dir, mit euch zu spielen ist einfach nur Folter. Ansonsten habe ich noch Khan gesehen in der Gegend, aber das muss nichts heißen. Aber der war bei Security, weil den würde ich aber auch rausnehmen, weil ich glaube, wenn man dabei Electrical eine Person erwischt, dann macht man sich schnell auf die Berge. Also. Ja, dann ist Khan für den Kill safe. Ich hab niemanden länger gesehen, ich habe René und Isabel kurz gesehen und Claudio habe ich kurz gesehen. Ja, Dania ist, glaube ich, auch raus. Sie war zuletzt beim Meeting Room oben. Ja, Electrical. Obwohl, bis dahin, das dauert ein bisschen. Obwohl, Khan ist doch nicht safe, weil Security ist ja direkt neben Electrical, ne? Ja, genau. Ja, aber also die ganze Zeit Isabel und René, du warst doch die ganze Zeit da, Mann! Reg mich jetzt nicht auf! René, du warst die ganze Zeit da bei mir! Ja, ich habe doch gerade gesagt, dass ich dich nicht sasse. Ah, ey, wenn ich das schon höre, ne, krieg ich zu viel. Ja, ich kann dich auch gerne, ich kann dich auch gerne sassen, wenn es dir lieber ist. Guck mal. Wer hat mich wohl gevotet? Also, ich habe geskippt. Geskippt. Kani Mari! Natürlich hast du geskippt. Also ich bin jetzt erstmal nicht verdächtig, was schon mal gut ist. Ich starte gerne wieder hier in Cargo Bay. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig im Kopf, was die Camps hier alles so sehen. Ich bleib jetzt an der Kamera. Ist es vielleicht Defne? So, hier aus können wir doch schön was machen. Sagen, hier ist es doch immer schön gemein, wenn man das macht. Okay, komm's. Wer würde das machen? Wer würde Comms sabotieren? Wer würde Comms sabotieren? Das kann eigentlich nur einer von uns sein. Okay. Daphne. Hoch, warum hänge ich denn hier unten? Ganz ungünstig. Oh nein. Ich hoffe, Claudio hat mich jetzt nicht gesehen. Ja, eine ruhige Runde. Anastasia habe ich hier als Partnerin gefunden, mit der ich zusammenlaufe. Ist ganz cool. Komm, Anastasia. Folg mir doch nicht, Isabel. Okay, hier kann ich mich ein bisschen hinstellen. Okay, ich habe gefunden in Cockpit. Ja. Und leider niemanden gesehen. Das ist ganz links, ja. Genau. Also Danja kam auf jeden Fall einmal von Viewing Deck. Und man kann ja von Cockpit nach unten auch wenden, sehe ich gerade. Ja, du warst ja auch beim Viewing Deck, kam tatsächlich. Was? Du warst das sind die Vans, was da eingezeichnet ist auf der Karte. Ich hab gerade gedacht, du hast auswendig gelernt, wie man wenden kann. Ja, aber in der ersten Runde warst du dafür eigentlich nicht sass, deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen. Also ich habe bei Viewing Deck, da hätten mich ja
Also mir, ich habe Claudio, glaube ich, gesehen dort in der Nähe. Claudio, ich bin zu 100% raus. Hör, nö, ich habe es nicht gesehen, Daniel. Und Kahn, du warst ja da, glaube ich, bei dieser Burger-Task. Aber warum hast du mich denn dann überhaupt gesehen? Ich einfach Claudio, weil ich keine Lust mehr habe. Ja, sorry, ich nehme dich halt nicht raus. Ja, ist okay. Habt ihr noch viele Tasks trotzdem zu machen? Ja, ich habe noch ein paar. Ich bin fertig. Ich habe auch noch einige. Ich bin auch fertig. Ich habe noch drei. Mich hat es gerade vorhin rausgebracht, als die Comps sabotiert wurden. Nee, könnt ihr mir sagen, wo man das fixen kann? Wird dir angezeigt mit dem Pfeil. Ja, aber in welchem Raum? Komm, Daniel, brauchst nicht so zu tun, Daniel. Du bist im Post, alles okay. Also dann ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bitte dich. Nee, kann ich eigentlich auch relativ gut saven. Oh, was? Oh, ja, viel Spaß. Macht richtig viel Spaß heute mit euch, wirklich. Also ich hab geskippt, ich war schon. Ich war auch. Ja, auch mit euch. Macht richtig viel Spaß. Schade. So. Wo fangen wir denn an? Hier. Hallo Julia. Ich muss hier jetzt einfach mal eben das Licht ausmachen. Ja. Ja, ich muss mich gerade konzentrieren. Für mich ist es jetzt Danja tatsächlich. Also für mich bist du es leider, Danja. Ach so. Weil ich habe jeden gesehen. Ich habe jeden gesehen, bis auf dich. Und ich bin nicht die ganze Zeit mitgelaufen. Ich bin gerade mit dir dahin gelaufen. Willst du mich eigentlich? Nee, ich habe gerade mit Anastasia zusammen, war ich gerade beim Lightsfixen, war vorher bei dem Tresor. Ja. Bei dieser Tresortask. Ja, ich bin dir im Cargo Bay entgegengekommen. Genau, und dann wo bist du hergekommen? Zusammen weitergelaufen, weil ich gedacht habe, okay. Ja, aber wo bist du hergekommen? Von dem Tresor. Wo ist der Tresor? Kannst du mir das sagen? Ich weiß nicht, wo das ist. Also der Tresor ist bei Cargo Bay, unten rechts in der Ecke. Nee, du kommst von links, also du kommst nicht von unten rechts. Dann würde ja der Kopf nach links zeigen und nicht nach rechts. Das brauchst du jetzt nicht, du musst jetzt nicht... Egal, Danja. Ich vote dich. Du kannst mich gerne voten, Claudio, aber... Nee, aber bei mir, also bei mir sah es so aus, als ob du nicht von unten rechts kommst, sondern als ob du von links oder entweder von unten kommst. Und... Bevor ich da hingekommen bin, habe ich Kiba gesehen und Julia, deswegen. Ja, also ich habe vorher die Tresor-Task gemacht. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung mein Kopf geguckt hat. Nach rechts. Ich vote dich nicht. Aber danke, ich hasse euch alle. Kein Problem, Danja. Aber war eine gute Runde von dir. Ja, war's auch. Aber so. Danja, warst du, dass du auch gewertet bist da bei Viewing Deck?
Ja, war es tatsächlich. Ah, okay. Ich habe noch, gedacht, okay, jetzt hat Claudio mich auf dem Schirm, weil er mir entgegengekommen ist. Und ich dachte, okay, wenn er jetzt gesehen hat, dass ich da gar nicht erst reingelaufen bin, dann bin ich jetzt... Aber ich hatte leider... erstens war er immer zu zweit unterwegs und zweitens hatte ich halt noch Kill-Cooldown. Ja, war eine gute Runde. Sonst hätte ich ihn direkt erledigt. Aber ich dachte auch, dass es vielleicht Julia ist. Weil sie da stand bei Records, oder? Na ja, und bei sie war halt, also ich sag mal, sie hat nicht viel Sabotagen gemacht. Also wenn die Sabotage kam, ist sie nie zur Sabotage gelaufen fast. Nee, ich wusste, dass es René oder Danja ist. Also einer von den beiden sein muss, weil ich habe jeden gesehen auf der Map, bis auf Danja und René. So, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Crewmate. So. Boah, ich habe voll im Gefühl, dass es Claudio ist. Weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum, aber ich habe irgendwie, habe ich das immer Urin. Das ist Claudio ist. Boah, ich verstehe diese Tresoraufgabe einfach nicht. Duschen! Duschen ist wichtig, Leute. Regelmäßig waschen, gute Sache. Will ich mal Werbung für machen an dieser Stelle? Regelmäßig duschen kann helfen. Wie komme ich da runter? Durch Electrical. Ja, man muss sich noch einfinden auf der Map. Also man muss halt wissen, wo die Wege sind. Na. So, wie komme ich denn jetzt am schnellsten zu Gap Room? Ich glaube, hier lang. Ich glaube, hier unten kann man Lights fixen. Okay, wo? Bei Viewing Deck. Wo ist das, René? Kannst du mir... Ah, unten links. Ich kann, glaube ich... Ja gut, ich kann Lime auf jeden Fall saven, weil Lime habe ich über Camps zuletzt beim Meeting Room gesehen. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich. Ja. Also ich habe halt René gerade bei Weapons gesehen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Danja und ich haben uns... warte mal, bei Weapons? Aber das... Ja, da wo die Waffen sind. Ah, bei Armory, genau. Ja. Ach, Armory. Genau, ja. Da haben wir uns gesehen. Es war geografisch direkt davor, aber trotzdem würde ich sagen, dann ja sehr wahrscheinlich eher nicht, weil es wäre ein sehr komischer Laufweg für einen Imposter. Da dann trotzdem einfach noch in der Nähe rumzuhängen, wo man eine Person ja, hat. Vor allem dann direkt aus der anderen Richtung zu kommen. Aber ich kann dich leider nicht ausschließen, weil du dann nach da unten gelaufen bist. Ja, klar, logisch. Self-Report, also es könnte einfach ein Self-Report sein. Genau. Ja, aber da glaube ich, dass ein Self-Report nicht in Frage kommt. Also ich glaube auch, also Self-Report haben wir halt, lange nicht mehr gemacht. Weil da kann man, guck mal nach... Ah, schade. Oh, da ist jemand gelieft. Wisst ihr, wer gerade gelieft ist? Ja. Mimi? Ich weiß es nicht. Nee, weiß Mimi war nein. Gelb. Achso. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Wer war der Imposter, Leute? Wir haben es nicht gesehen. Auf jeden Fall keiner von uns. Ja. Schade. Aber trotzdem, warum hat mich keiner verdächtigt? Warum denn? Ich wollte es gerade eigentlich machen, aber dann war das Spiel ab. Ich wollte gerade sagen, eigentlich machen das doch alle. Ach, jetzt tu mal nicht so. Sei mal nicht so weinerig, mein Gott. Kann diesmal schnell Chat. Ich wette, ich bin wieder Imposter und gleich, pass auf. Gott sei Dank. Weil Among Us würde...
beinhalten, dass ich mal auch Imposter werde, aber werde ich ja anscheinend nicht. Orange, René und noch eine Farbe grün wäre das, glaube ich. Okay, Orange ist bei mir, das weiß ich. So eine Minute, bis die Fotos fertig werden. Wenn wir schon diesen können, mal schauen, ob jemand schon. Nee, noch niemand. Okay. 7. Also, hey, das tut mir jetzt leid, René. So. Also, Viewing. Aussichtsdeck. Da war ich nicht. Das ist mal schwierig. Weil kann natürlich sein, Anastasia kam zuletzt zu mir bei, bei Security. Aber Khan, schreibt sie. Oh. Ja. Kann auch sein, dass sie es ist, weil sie sich vielleicht jetzt versucht, ein Alibi von mir zu bekommen oder so. Jetzt bin ich gespannt. Woher kamst du? Kamst du aus Elec oder von unten? Elec. Aber selbst wenn du von unten kommst, kannst du ja nichts machen. Also da kann man ja nicht wenden oder so. Man kann ja nur von Viewing Deck kommen. Und Kitchen. Eigentlich muss sie das gesehen... Also eigentlich entweder... Doch, sie muss es eigentlich gesehen haben. Sorry, Anastasia. Meinst du, dass es Anastasia ist? Ich glaube schon. Aber du meinst doch... Wenn es Anastasia nicht ist, dann... Du meinst doch, du warst vorher an den Camps, oder nicht? Richtig. Okay. Aber bei den Camps kannst du bei Viewing Deck nichts sehen. Du kannst nur bei Vault was sehen. Ja. Und links kannst du sonst gar nichts sehen, außer bei Engine Room. Khan sagt, das ist Anastasia. Ich vote dann ja. Ich habe sie aber nicht aus Elec. Kann natürlich auch sein, dass sie aus Elec kam, aber... Der Kill kam auch relativ spät und Anastasia habe ich die ganze Zeit gesehen, bis auf diese Sekunde. Mhm. Aber gut, Anastasia spielt auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe geskippt. Khan, hast du Anastasia gewotet? Ja. Dann ja auch, oder? Nein. Ja, dann ja redet nicht. Ich glaube, da ist etwas im Busch. Ich glaube tatsächlich, Leute, es ist Danja, weil... Warum sollte Danja nicht reden? Was ist das denn? Ach so. Nicht machen, Claudio.
will mal ein bisschen in die Camps gucken. Vielleicht sehe ich ja was zufällig. Wäre natürlich schön, ne? Über Records hin. Ja, warte. Ja. Wie gelb oder was? Ja, okay, sie sagt auch Safe Report gewesen sein. Ja, also Mimi und Orange waren gerade zuletzt zusammen. Ja, warst du auch? Guck mal, aber guck mal, wie schnell gesagt wird, bei Danja, bei Mimi, ja, wir waren zu dritt, ja, dann ist es ja Mimi, dann kann es Danja gar nicht sein. Ich bin gerade echt, ich stehe gerade echt auf dem Schlauch, warte mal. Also ich war mit Mimi zuerst am Anfang unterwegs und dann kam Lemon dazu und ich, also wir standen kurz bei Camps, dann bin ich weitergelaufen und da war ja gerade das Licht, glaube ich, aus. Und ich wollte das fixen und Mimi stand dann schon da beim Fixen und dann wurde gerade in dem Moment, als die Lights gefixt wurden, wurde ja reported. Und ich, also Mimi war zuletzt mit Orange, was ich gesehen habe. Es könnte natürlich auch Anastasia mit einem Self-Report sein, aber das würde ich eher nicht glauben. Also bleiben ja jetzt momentan nur drei. Du, Mimi oder Anastasia? Ja. Ja, Khan würde ich auch anschließen tatsächlich für die Runde. Ja, ich versuch's mal. Ich gehe mal auf gelb. Ich vertraue dir mal in dieser Runde dann. Ich ja. Auch, okay, dann gehe ich auch mit auf gelb. Ja, wenn sie es nicht ist, dann wissen wir es also eigentlich. Also wenn es nicht Mimi ist, dann ist es Anastasia. Nee, dann weil jemand anders kann es eigentlich nicht wirklich sein. Doch, du. Ja, aber ich bin ja vorgelaufen. Mhm. Oh, Kacke. War nicht Mimi. Sorry, Mimi, es tut mir so leid. Oh nein, es tut mir so leid. Ich dachte wirklich, dass du es warst. Okay, dann ist es Anastasia. Dann ist es einfach Anastasia. Ich bring das Teil gleich wieder zurück. Jetzt Anastasia oder nicht? Oh, Finja, bist du da gerade gewantet? Das war jetzt mal... Oh nein, ist es Finja? Nein, ist es vielleicht Finja? Verfolgt Finja mich gerade? Okay, ich glaube, es ist Finja. Tu mal so, als würde ich hier eine Task machen. Vielleicht traut sie sich ja.
Oder Finja will einfach nur mit mir mitkommen. Das kann natürlich auch sein. Ja, gut. Ist doch Anastasia? Ja, es ist Anastasia. Es tut mir leid, Mimi. Finja und ich haben sie gerade erwischt, wie sie Kahn gekillt hat. Okay. Ja, oder war das hellgrün? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war ich mit jemand anderem da und habe gesehen, wie Anastasia gerade gekillt hat. Tanja, ich weiß, dass du Finja hilfst. Ich helfe Finja. Wie helfe ich Finja? Nein, das schreibt Anastasia rein, nicht ich. Das hat Anastasia reingeschrieben. Ach so. Nicht ganz, Anastasia, nicht ganz. Netter Versuch, dich noch zu retten. Irgendwie glaube ich Anastasia, aber ich vote sie trotzdem. Also ich glaube eher, dass du es, wenn es jetzt Anastasia nicht ab. Nee. Ich meine, warum? Also ja, wenn ich es nicht wäre, dann würde ich sie zwar verstehen, wenn ihr mich jetzt rausworten würdet. Nein, alles gut. Sehr gut. Aber das war Anastasia. Gut gespielt von Anastasia. Anastasia hat richtig gut gespielt. Ja, ich glaube, sie hat richtig gut gespielt. Aber in der letzten Runde war mir dann eigentlich relativ schnell klar, dass sie es war. Boah, nee, ich wäre niemals auf sie gekommen. Ich wäre in zwei Leben nicht auf sie gekommen. Vor allem auch eiskalt einfach zweimal Self-Report gemacht. Ja, ich habe zwischendurch kurz gedacht. Aber beim letzten musste sie auch, weil dann kam ja Finja gerade. Genau, ja. Aber gut gespielt, super. Mal wieder. Von allen aber auch gerade von dir. Ja. Gut, dass wir dann ja nicht rausgewurzelt haben. Ja. Guck mal, wie schön das ist, wenn Claudio mal so ruhig ist, eine Runde. Ach, Kahn. Was? Nix! So, die üblichen Verdächtigen? Ja, ein, zwei neue sind auf jeden Fall dabei. Ja. Bis gleich! Bis gleich, liebe Leute. Ich bin schon wieder Crewmate! Ah, ich wollte nicht Kitchen, ich wollte nicht Mainhold spawnen. Salat, Tomate, Fleisch, Zwiebel, Salat. Salat, Tomate, Fleisch, Zwiebel, Salat. Yay! Nur mal ein bisschen das Köpfchen anstrengen. Und was machen wir jetzt als nächstes? Ich glaube, ich gehe erstmal beim Meeting Room oben hin. Dann haben wir das erstmal hinter uns. Kahn kommt mit. Oh, die steht jetzt genau hinter mir. Also wenn ich jetzt hier lebend rauskomme, dann habe ich auf jeden Fall Vertrauen in ihn. Ja, okay, komme ich? Tja, es könnte jetzt auch mal jemand die Lichter anmachen, aber scheinbar hat er keinen Bock drauf. Okay, doch, sehr gut. Meeting, ich muss schnell zum Meeting. Kahn ist noch am Leben, Gott sei Dank. Ich wollte schauen, ob Kahn noch am Leben ist, aber der ist noch am Leben. Ich habe ihn und René in den Camps gesehen, aber... Also Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd.
Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Rubin, Smaragd, Diamant, Smaragd. Ja, drei. Toll, ich weiß, wie ich den Tresor aufkriege. Claudio kommt immer überall nur so schnell reingerannt und guckt. Okay. Wo? Okay, okay. Cockpit vor Admin Puls. Was? Cockpit vor Admin Puls. Achso. René, du kommst mir da entgegen. Ja, ich weiß. Wir sind uns bei Engine Room entgegengekommen, ja? Ja, ich war bei Armory, dann war das offensichtlich Zufall, dass ich die Person da nicht gesehen habe. Okay. Aber das stimmt, ich komme daher und das macht mich auch übertrieben sass, das weiß ich. Ich kann da nur zu meiner Verteidigung sagen, wenn ich bei Cockpit eine Person erwischt hätte, dann wäre ich da weg. Wärst du gewandet. Genau, ja, weil stimmt. Cockpit ist auch ein Band. Ja. Ja, kaufe ich auch René ab. Also, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es ein Self-Report ist. Ihr seid ja beide in dieselbe Richtung geraubt. Ich bin ja euch beiden entgegengekommen, als ich von... Mir? Ja, wir haben uns auch gesehen. Ich glaube, bei Engine Room ungefähr. Wann? Das war relativ zum Ende hin. Kann mich nicht mehr erinnern. Oder vertue ich mich gerade? Also Orange ist auch ziemlich safe. Ja, aber offensichtlich seid ihr ja dann selber nicht in dieselbe Richtung gelaufen. Ah, doch bei Engine Room, als ich gerade nach oben gelaufen bin, Richtung Meeting Room, ne? Genau, aber dann bist du wahrscheinlich ja nicht in Richtung Communication oder Cockpit gelaufen, ne? Nee, ich bin hochgelaufen zum Meeting Room, weil ich dort diese ID-Task noch habe. Ja, ich skippe, glaube ich. Ich war auch gerade auf der Treppe. Ja. Hier brauchen wir ja noch nicht zu voten. Nee. Ja, also Self-Report würde ich auch nicht ausschließen, aber glaube es erstmal nicht. Nee. Nee, ich bin es nicht, Freunde. Auf dieser Map werde ich kein Imposter. So, ich gehe mal zu Kitchen, weil ich werde ja sowieso zum Cockpit, das heißt, können wir auch direkt hier starten. Grau. Macht René wirklich so einen frechen Kill und geht dann einfach weg? So als ob nichts wäre? Kameras hab. War das noch mal? Da lang, oder? Ne, hier sind Kaugummiautomaten. Oh Mann. Na toll. Dankeschön. Na, ich muss doch zurück, ist mir gerade eingefallen. Ich muss zurück, denn ich habe oben noch eine Task.
I left the game. Warum? Okay. Wo? Weil Grau war die ganze Zeit bei mir. Aber dann wahrscheinlich ja nicht bis zum Ende, ne? Doch, okay. Wir waren die ganze Zeit gerade zusammen. Aber dann musst du ja dann ja auch gesehen haben, ne? Also die. Nein, genau, das ist es ja. Entweder hat er mit einer Imposter Vision sie schon gesehen. Yes. Aber ich glaube, wenn er mit dir rumläuft und das weiß, dann wird er ja wohl kaum sie erwischen und dann einen Self-Report machen. Das wäre schon. Ja, schade, leider ist Part 1 auch gequittet. Ja, aber Orange ist auf jeden Fall safe. Ja, also ich sag entweder Claudio oder hier Oil oder Olli. Okay. Wir können ja noch einmal kurz abwarten, was Olli jetzt schreibt. Oder Olli. Ich glaube, der kann nicht schreiben, weil er es wahrscheinlich auf Englisch eingestellt hat. Ja. Das kann gut sein. Oder diese. Ich eigentlich, ja, ich skippe. Counter. Ich skippe, ich habe leider nichts gesehen. Bei 5 Leuten vote ich nicht. Warum das denn nicht? Ja, dann wird es dem Imposter noch einfacher gemacht. Warum? Wir haben noch einen Imposter. Also wir haben ja nur einen Imposter. Meine ich ja, dann wird es ihm noch einfacher gemacht. Naja. Schade, René und Kahn. Ja, nicht schlimm. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Doch nicht, okay. Ich dachte, es wäre Claudio, wirklich. Ich war mir ziemlich sicher, dass Claudio ist, weil er den Move gemacht hat mit dem Self-Report, um sich da ein bisschen zu saven. Weil sonst sagt er immer, ja, ich guck noch, wer da ist. Okay, ich glaube, ich gehe mal an die Kamera. Entweder erwischt es mich da, oder... Merkt aber auch wirklich, es sind jetzt aber auch nur noch 4-5 Leute oder so. Ist ja auch einfach keiner mehr. Okay, jetzt müssen wir sowieso erstmal wieder hier das alles wieder fixen. Okay, hier ist Daphne. Oh, Daphne läuft mit mir zusammen in eine Sackgasse. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Okay, dann war es doch so. Aber hätte ich echt nicht gedacht, dass das... Weil ich habe nichts gesehen. René, mach keinen Fehler. Okay, Daphne war gerade noch mit mir und hat jetzt auf einmal reported. Weil Kahn in Kitchen in die Richtung gelaufen ist. Könnte natürlich auch ein Self-Report sein, aber ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wurde Daphne gerade noch von einer Person gesichert. Deswegen glaube ich, dass es eher Olis ist. Okay. Ja, also das... Dass Daphne jetzt auch eher auf Ollis geht, ist ja relativ klar. Also wenn es jetzt am Ende Daphne ist, dann ist das wirklich eine ganz, ganz abgeklärte Runde gewesen. Aber ich glaube eher Ollis. Die
Frage bringt das auch nicht wirklich viel. Ja, okay. Ich entscheide mich für Eulis. Und ob du wirklich sehr richtig liegst. Sehr schön gemacht, René. Warum spoilerst du den Namen? Weiß er doch. Ja, stark, René. Gut gemacht. Ich dachte schon, jetzt auf einmal, also wenn Daphne das jetzt gewesen wäre, ich hab's gerade schon gesagt, dann hätte ich niemand mehr Vertrauen gehabt. War definitiv die richtige Entscheidung. Ja. Crewmate, ey, ich bin nur Crewmate. Leute, wir haben heute fast 90 Minuten gespielt und ich bin nur Crewmate. Vermutlich werde ich jetzt auch noch als erstes erwischt. Oh mein Gott, habe ich hier viele Tasks. Tasks, mein Lieblingswort, Tasks. Tasks, wie so eine kleine Schlange. Hör die ganzen Challenges, sag ich jetzt schon. Ey, so macht's mehr Spaß. Schaut mal, wenn man dann Hand sich ja hochwirft, so macht's mehr Spaß. Komm, wir müssen ja auch noch was anderes machen. Wir können ja nicht nur Handtücher falten. Lounge. Tu es nicht, gelb. Danke. Tülülü, wische duschen, duschen etwa fein, nicht? René. Tut mir leid für dich, René. Okay, Anastasia sagt direkt Mimi. Okay, Mimi gibt's auch direkt zu, okay. Okay. Das war eine schnelle Runde. Ich glaube, Khan ist aber trotzdem sus. Ja, ich weiß. Ja, ich würde auch Khan voten. Ich habe auch Khan gewotet, weil ich habe es so im Gefühl. Das wäre echt lustig. Ob unsere Zuschauer auch so sind wie wir, das sehen wir jetzt. Du hast ja wirklich Khan gewotet. Ja. Okay, gut. Dann kommt jetzt noch eine letzte Runde. Ja. Das ging ein bisschen zu schnell. Wollen das wir nochmal mit zwei Impostern spielen? Ja, komm, wir machen nochmal mit zwei Impostern, da geht's ein bisschen schneller. Und ich meine, wir haben ja jetzt, glaube ich, einen höheren Kill-Cooldown als in der ersten Runde. Das heißt, da geht's trotzdem nicht so einfach für die Imposter. Let's go, vielleicht werde ich jetzt mal ein Imposter. Die Chance ist definitiv höher, aber wir waren heute fast gar nicht Imposter, ne? Wart ihr nicht alle einmal? Also ich war einmal, doch René war einmal, Khan warst du auch einmal? Doch. Ja, ich war auch einmal. Und das war nur eine kurze Runde. Nur Claudio wieder nicht. Och man, auf der Map habe ich kein Glück. Aber ich glaube, ich will auch gar nicht Imposter sein auf der Map. Ich würde sagen, wir voten einfach random jetzt Claudio raus. Ja, das wäre lustig. Ja, dann falls ich Imposter bin, dann die Imposter. Wenn du Imposter bist, haben wir gewonnen. Wenn nicht, auch lustig. Ja, das wäre lustig. Aber warum sehe ich das schon kommen? Nein, ich bin jetzt raus, auch wenn ich Imposter... Crewmate, jetzt bin ich aber trotzdem raus. Ich kenne leider Khan zu gut, er wird jetzt gleich mich rausvoten. Brot, Zwiebeln, Salat, Brot. Der könnte von mir sein. Wie schnell war das bitte? Das macht ein anderer aus. Ich bleib mal hier entspannt und mach meine Tasks. Das macht schon jemand aus. Es fühlt sich wieder niemand verantwortlich. Ich mich auch nicht.
Hey! Okay, es ist, okay. Blau und gelb. Okay. Sagen, macht ja super selten jemand eine Tür zu. René und Kahn, oh nein! Oh, hat's schon wieder Kahn erwischt, das tut mir schon fast leid. Ja, ich glaub, und der René! Will auch einfach nur mitspielen. René auch, ja, stimmt. Ja, ja. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wann die Kills passiert sind. Doch, ich schon. Ich habe Karl noch vor dem Lights Out noch gesehen. Das heißt, vor 25 Sekunden müsste er gestorben sein. Hm. Dann kann ich nur Anna saven. Ich habe ihn beim Main Hall getroffen gehabt. Das ist aber nicht, er ist nicht zum Reaktor gegangen, sondern er ist weggegangen. Also ich bin in den Engine Room und da ist woanders hingegangen. Nach unten. Und René hat aber niemand gesehen. Nee. Electrical schreibt er. Ja, das macht Sinn. Das macht doch Sinn. Dich und Anna kann ich rausnehmen eigentlich. Ja. Also ich kann dich leider nicht rausnehmen. Ja, ist okay. Ich kann nur Anna saven. Wann warst du denn da duschen, Finja? Ich war da auch duschen, aber zu Anfang der Runde. Duschen hatte ich auch und Dusche reparieren. René, wo bist du? Wo warst du? René, kannst du sagen, wo du warst? Wir können es weitergeben. Schwierig, ich saß von Anastasia so ein bisschen. Ich wollte Finja. Könnte aber auch ein Self-Report sein, ne? Könnte natürlich auch sein. Hast du Anastasia gewotet? Ja, ich fand das gerade sehr sass. Okay, dann die zwei Imposter-Kollegen noch. Mann, 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 wer macht denn hier mal das Brett zu? So Quatsch. Ich wollte ihn gerade einfach anziehen wie den daneben. Mann, ey, ich bin echt verloren. Beautiful. Also es sind die ganze Zeit die Türen zu. Ich tendiere irgendwie zu Claudio. Doch nicht. Okay, doch nicht, Claudio. Schwierig. Ja, also ich glaube, Anna kann ich auch wieder saven. Claudio, René, ihr könnt euch ruhig wieder annehmen. Ja, natürlich lustig, wenn wir vier jetzt als erstes alle erwischt werden. Daniel lebt aber noch, Kahn. Ja, ich lebe. Weiß, aber wir müssen ja nicht sagen. Okay. Ich glaube, es war René. Kahn ist ein bisschen sass, oder? Ja, Kahn wirklich. Leider auch nicht gesehen. Jetzt bin ich gespannt auf Danja. Ja, ich auch. Was hast du für eine? Okay, Anastasia sagt, dass Mimi zuletzt bei Electrical war. Das ist natürlich sass, aber ich könnte auch schon wieder sass von Anastasia sein. Stoppen. Hm.
Okay. Ich habe jetzt nicht Anastasia gewotet. Tja, ich glaube, das war nicht die richtige Entscheidung. Aber nun gut, warten wir mal ab. Es gibt ja vielleicht noch ein oder zwei Imposter. Ja, also jetzt ist gerade meine Kamera ausgefallen, aber... Ja, alles gut. Meine Kamera läuft zwar noch, aber mein Licht ist aus. Ja. Egal, wir ziehen das jetzt so durch. Daniel, du brauchst dich nicht stumm stellen. Naja, kann ich aber schon. Ich will nicht, dass ihr mir irgendwas verratet. Na, wie werden wir schon nicht? Das wäre ja unsere Schuld. Du würdest ja trotzdem hören. Okay, Koms ist hier oben bei Cockpit, sehe ich gerade. Boah. Das ist doch nicht Finja. Okay, wahrscheinlich doch nicht Finja. Wow. Wow. Dann wurde es auch erwischt. Ja. Von wem? Von Gelb. Ja. Die Gelb beiden haben das auch. Ne? Gelb und Blau wahrscheinlich. Die haben uns auch nur... Boah, die haben das echt stabil durchgezogen. Ja, die haben das gut gemacht. Echt kaputt gemacht. Eieiei, Leute. Das war's. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir hatten... Also ich hatte heute auf gar keinen Fall eine gute Imposterin, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Es war minus 500 IQ. Ja, aber wenn ihr trotzdem Spaß hattet... Ja, du bist jetzt mal ruhig. Und wenn ihr trotzdem Spaß hattet, sehen wir uns beim nächsten Mal. schaut bitte nicht bei Zock mit mir vorbei. Doch, bitte. Bitte doch. Bitte doch. Ciao. Ja, okay, macht es.